Boah, Leute, Magnificent Maven ist schon jetzt seit einer Woche draußen und heute gucken wir uns an, wie viel die Ishizu-Karten kosten und wie die ganze tolle Reprint so an Preise haben. Seid gespannt. Moin Leute, was geht ab? Und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem weiteren Market Watch. Diesmal Magnificent Maven Ishizu Edition. Und ja, heute wollen wir uns das Ganze angucken, die ganze Ishizu-Karten, was die jetzt an Preis kosten, wie viel die in Presale gekostet haben und wie viel die jetzt kosten und natürlich ein paar diese Parallel-Ultra-Rare oder Pharaonic-Ultra-Rare, die wir halt hier in Europa haben, weil in USA haben die wieder die Secret-Rare-Version davon, eine wieder unfair, aber hey, was soll man machen? Genau, dann gucken wir auch die paar coole Reprints, die jetzt das Set draußen hat oder mit mehr beinhaltet hat. Und dann schauen wir uns mal an, ob sich lohnt, das Set überhaupt zu holen oder nicht, ja oder nein. Und ob Ishizu-Karten sehr teuer sind oder doch relativ bezahlbar. Seid gespannt, ich würde sagen, ich lasse euch nicht mehr lange warten. Wie immer, lasst einfach mal ein Like da, abonniert mal den Kanal. Wir sind kurz vor 700 Abonnenten und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielleicht sieht man sich ja auch in Dortmund. Ich bin ja jetzt, ab Freitag bin ich da. Würde mich freuen, wenn ich einen oder anderen von euch auch da treffe. Ich würde sagen, let's go. Go. So Leute, wir sind hier und wir starten direkt auch mit Dark Magician Girl in Ultra Parallel Rare. Und ja, die ging zwischendurch zwischen 210 und 240 Euro, aber viel, viel günstiger ist es auch nicht geworden, weil die kostet jetzt erst einfach immer noch fast 200 Euro für eine Karte. Ja, es war klar, dass die Karte sehr teuer wird. Das ist Fan-Favorite, Waifu, sieht halt geil aus, die Karte, und ja, ist auch schwer zu ziehen. So, 190 Euro. Und es gibt doch jetzt hier in deutschen Markt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück nur. 11 oder 12 Stück nur davon. Das ist schon sehr, sehr, sehr wenig. Und es ist auch kein Wunder, dass das halt so teuer ist. Als nächstes, wir haben den Red Eyes, den alternativen Artwork haben wir. Auch in Ultra Parallel Rare. Und die ging ja zwischendurch auf 140 Euro. Aber jetzt ist halt um 50% fast gefallen. Geht dann nur noch 80 Euro. Das ist halt nicht so beliebt und dieser Artwork ist auch nicht so mein Ding, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, 80 Euro für eine Karte ist okay. So, dann haben wir den Blue Eyes. Ihr merkt ja, wie unterschiedlich diese Blue Eyes und Dark Magician an Preis sind. Wirklich jetzt gerade, die gingen ja auch 140, 150 Euro. Jetzt ist nur noch 75 Euro. Da merkt man einfach, Dark Magician Geld ist einfach übertrieben beliebt. Einfach für die Yu-Gi-Oh! Spieler. So, dann haben wir, meiner Meinung nach, die wunderschönste Zauberkarte, die Yu-Gi-Oh! Überhaupt hat, nämlich der Überläufer oder Change of Heart, und die gibt es auch in Ultra Parallel Rare und die war ja um die 50 Euro, dann hat sich das nach oben gearbeitet und das ist tatsächlich gestiegen, jetzt ist halt 80 Euro das Stück und nach 80 kommen direkt auch noch 95 Euro. Also der 4 Kopies oder 4, 5, 6 Kopies sind das, die unter 80 sind oder 80 sind und danach ist es ja auch fast bei 100 Euro sind wir. Das ist schon heftig. So, jetzt machen wir weiter. Wir machen weiter mit Talente 3 Taktiken. Ja, auch in Ultra Parallel Rare und die war zwischendurch sogar auf 120, ging auf wieder auf 60, wieder auf 90 und jetzt hat sich eingependelt auf 50, 55 oder ein Playset für 56, 99 pro Kopie. Ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt holen muss, um zu spielen, aber ja, so ist es der Preis halt. So, jetzt kommen wir direkt zu unserer erste Ishizu-Karte, nämlich Kelbeck, die alte Vorhut. Ja, Kelbeck ist ja das ist der Miller. Das heißt, jeder Spieler muss 5 Karten auf den Friedhof legen und die geht jetzt 16 Euro. Die ging tatsächlich zwischendurch 32, 34 Euro, weil es ist einfach um 50% gefallen und 16 Euro geht das und sogar 16,50 das erste Playset pro Kopie. Das ist
Auf jeden Fall günstiger als erwartet. So, dann haben wir Agito. Agito spielen meisten Leute sogar einmal nur oder zweimal. Und die ging ja auch zwischen 32, 34 € und jetzt kostet er nur noch 9 €. Auch sehr, sehr gut. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Karte. Die anderen zwei von den Ichizu-Karten kommen ja noch, weil die ja noch günstiger sind als das, was wir jetzt gerade uns angucken. So, Talent der drei Tacken in ganz einfache Ultra Rare kostet dir 12 € oder 13 € pro Kopie für ein Playset. Kann man machen. Es ist auf jeden Fall besser als die 20, 25 €, die es mal war. Und im jetzigen Format ist halt die Karte insane gut, weil es werden so viele Effekte aktiviert, besonders wenn du gegen Tier Shizu spielst, dass es diese Karte eigentlich ein Muss. So, ausgeglichene Zweikampf, evenly matched, auch 10 € oder für das erste Playset kostet 12,19 € pro Kopie. Auch richtig, richtig wichtige Karte, weil auch gegen ein Deck wie Tier-Element ist es halt sehr wichtig, diese Karte kann man dagegen wirklich sehr gut arbeiten damit. Und ich finde 12, 13 € für diese Karte ist fair und völlig in Ordnung. Dann haben wir Blitzsturm. Ja, Blitzsturm kostet nur noch 10,50 €. Wenn man darüber nachgeht, dass die halt, als ein Kings Court rausgekommen ist, auch um die 50, 55 € pro Stück war und jetzt halt nur noch 10,50 €. Das ist sehr, sehr gut für die Leute, die halt Budget-Spieler sind und die Leute, die halt nicht so viel Geld für die ganze Stable ausgeben können. Aber dafür können die halt jetzt hier sparen und einfach mal bessere Decks bauen. Und das finde ich halt sehr, sehr gut von Konami. Das gefällt mir sehr. So, dann haben wir hier die neue Sky Striker-Karte, Himmelsjäger Mobilisierung Verbindung. Die ist tatsächlich auch gut teuer allgemein auch noch. Die war zwischendurch auf 20 €, jetzt hat 8 € oder 9 € pro Kopie für ein Playset, was eigentlich immer noch relativ gut ist für Sky Striker Karte und die kratzt doch eigentlich ganz gut. Ich habe Deck Profiles gesehen, die hat die Leute drei Stück davon gespielt. So, das ist dann Opelousas Alternative Artwork, finde ich auch super schön eigentlich. Ich fand es immer hässlich, weil es in Gold nur gab, aber die ist jetzt in Ultra Rare ziemlich cool. Und ja, von 18 € auf 6 €, 6,50 € gefallen. Und ich finde das super gut, weil die Karte war auch zwischendurch auf 20, 25, 30 € hochgegangen. Und ich finde, jetzt ist das eine Karte, die sich fast jeder leisten kann. Und darüber freue ich mich auch sehr. So, als nächstes. Ja, die Karte, schwarz glänzende Soldat des Chaos. Die Karte hatte zwei Prints gehabt, einmal eine Ult. Zwei? Drei Prints, genau. Drei Prints gab, einmal ein Ultimate Print aus OTS Pack, einmal ein Secret Rare Print aus Original Set und einmal ein Ghost Rare Print aus Ghost Rare Pass. Das heißt, die Karte war immer teuer. Und ja, jetzt haben wir einen Ultra Rare Print für 5 €. Gefällt mir. Die Frage sieht doch geil aus. So, als nächstes unendliche Beständigkeit, also Impermanence in Ultra Rare. Die geht halt immer, also ich finde, Imperm geht immer so seine 4, 5 €, 5, 6 € und das ist auch völlig in Ordnung. In Ultra Rare ist es sehr, sehr gut, gefällt mir. Ist gute Rarität-Upgrade auf jeden Fall. Swordsoul Moyer, da haben wir Swordsoul-Karten drin. Ne? Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Moyer als auf 4 € gesehen habe, aber ich finde es sehr, sehr geil, weil ich wollte immer eine Swordsoul-Deck bauen und ja, für 4 € oder 5 € für ein Playset bin ich voll dabei. So, dann haben wir Kräfterauben. Das kostet nur noch 3,50 €. Vorher war ja zwischen 12 und 15 €. Dann haben wir den Harpyier Federwisch. Geht ja auch nur seine 3 €. Völlig in Ordnung. Diese Artwork finde ich auch super, super schön. Und die letzten zwei Karten sind einmal Keldo und einmal Mudora. Und beide gehen fast um die 1,50 €. Die spielt man ja auch je dreimal. Die sind ja die reinmischen. Und ja, ich muss kurz gucken. Genau, drei Karten reinmischen und drei Karten reinmischen. Genau, das sind die zwei Reinmischer und die anderen zwei waren Agido und Kelbeck waren die halt fünf Karten von jeder Seite reinmischen. Und ich finde halt super, weil die waren ja halt 40 € am Anfang. Und der andere auch um die 40 €, ja, zwischen 30, 40 € und jetzt sie hat nur noch 1 €. Das heißt, sechs davon sind ungefähr 6 €, sagen wir mal 8 € haben wir hier. Agito spielt man meistens ein- oder zweimal, das sind sagen wir mal einmal, also sind nochmal 9 €, das sind 17 € und dann dreimal von den Kelbeck, da sind
Ja, sagen wir mal so 60 Euro für das ganze halt, die ganze Karten, was man braucht für Ishizu Tier, also Ishizu-Karten. Und das finde ich völlig in Ordnung. Das ist nicht wieder diese utopische Preise wie 150, 200, 250 Euro für den ganzen Core. Und das finde ich halt gut und andererseits schlecht, weil da können ja so viele Leute Tier-Element spielen. Aber es ist what it is. Hier geht es auch viel mehr um die Reprints, dass man das Spiel für viel mehr Leute einfach spielbar macht oder bezahlbar macht, weil wir wissen ja, Yu-Gi-Oh! Ist ein teures Hobby. Und ja, das war wieder kurz und knapp. Wir sind immer bei 9 Minuten ungefähr, wenn wir hier fertig werden. Ganz lustig. Und ja, sind wir durch jetzt. Dunkles Magier, Red Eyes, Blue Eyes, Überläufer, Talent, Kayback, Agido, nochmal Talent in normale Ultra Rare, Evenly, Blitzsturm, Himmelsjäger, Mobilisierung, Verbindung, Appaloosa, Soldier of Chaos, Imperm, Moyer, Kräfterauben, HP Fetterwich und Keldeo und Mudora. Das waren die Karten, worüber wir gesprochen haben. Ich persönlich finde ich das Set insane gut, weil so viele gute Karten, da sind dann noch weitere gute Karten drin, ne? Wenn ich alles aufsehen müsste, dann müsste ich hier 30, 40 Minuten Video machen. Aber das was ihr gesehen habt, plus das alles, was noch drin ist, macht das Set einfach insane krass gut für die Leute, die halt wirklich nach Karten sind, halt die Staple sind und natürlich die zwei Decks bauen wollen. Zum Beispiel einerseits Sky Striker, da sind ja die ganzen Sky Striker Karten drin sind und natürlich auch ein Sorcerer Deck. Und natürlich auch die Ishizu-Karten. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal ein Abo da. Wie gesagt, es würde mich sehr, sehr freuen. Ich freue mich, wenn ich einen von den anderen von euch am Wochenende in Dortmund sehe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ciao.